Die Suche nach Gerner unehelichen Kindern wird in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten zur Zerreißprobe. In der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten hat Rosa Lehmann, Joanna Schümer, ihre Bank an Gerner, Wolfgang Barrow, verloren, doch mit ihrem letzten Gegenschlag hat sie es zumindest geschafft, ihren Erzfeind massiv zu verunsichern. GZSZ, Rosas Rache, wie ihr bereits mitbekommen habt. War Rosa über Gerners ehemalige persönliche Assistentin Heike Riekmann an Informationen über die brisanten Umstände von Johannas Geburt gekommen und konfrontierte diese sofort damit. Zwar wollte Johanna zuerst nicht glauben, dass sie von ihren Eltern als Baby verkauft und entführt worden war, doch ein Anruf bei Leon, Daniel Felo, der sie damals aus der Schweiz zurück nach Deutschland gebracht hatte, bestätigte alles. GZSZ. Katrin erklärt sich Johanna. Zwar konnte Katrin, Ulrike Frank, ihr zumindest erklären, warum sie Panik während ihrer Schwangerschaft bekam, sie berichtete Johanna, unter welchen prekären Umständen sie selbst, damals noch Gabriele Galuba, im Ruhrgebiet aufgewachsen war, doch ihre Tochter brauchte trotzdem Abstand. Johanna entschied sich spontan dazu, einen Job in Tokio anzunehmen, nachdem sie Gerner auf der Pressekonferenz zu seinem Antritt als neuer Chef der Lehmann Bank fast bloßgestellt hatte. GZSZ, hat Gerner weitere Kinder? Rosas kommentierte die jüngsten Geschehnisse erwartungsgemäß spöttisch. Es schmerzt, wenn sich das eigene Kind von einem abwendet. Und dann ließ sie die Katze aus dem Sack. Nehmen Sie es nicht so schwer, zum Glück gibt es da draußen ja noch weitere Kinder, dem Sie ein besserer Vater sein können. Achtung! Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am kommenden Montag, 16. September um 19.40 Uhr im Free TV zeigt. Beim Streamingdienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. Sternchen GZSZ. Gerner weiht Yvonne ein. Ich habe Rosa Lehmann getroffen, erzählt Gerner später seiner Frau Yvonne, Gisa Zach. Es ist wahrscheinlich nur heiße Luft, aber sie hat angedeutet, dass ich Kinder habe, von denen ich nichts weiß. Es wäre natürlich nicht unmöglich. GZSZ. Gerner trifft sich mit alter Affäre, wie wir euch bereits berichtet haben, erstellt Gerner eine Liste mit all seinen ehemaligen Affären. Auch wenn Yvonne über die Vergangenheit ihres Mannes überrascht ist, unterstützt sie ihn. Als Gerner sich jedoch mit einer Ex-Affäre trifft, kommt alles anders als erhofft. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.